Man muss mehr selber machen als im Vorderrhein. Da strömt das Wasser ja stärker. Ist allerdings auch gefährlicher wegen dem Felsen. Und dann gestern war es ein bisschen ein schlechter Tag, weil ich mich schlecht gefühlt hatte, nicht gut geschlafen hatte. Schüttelfrost hatte am Abend wegen dem Sonnenstich zu lange in der Sonne gestanden. Leider zu spät abgeholt worden. Eine schlechte Organisation, die ich auch mir selbst zuzuschreiben habe. Ja, und dann war die gestrige Etappe ziemlich hart und grenzwertig. Umso fröhlicher bin ich heute, dass ich die zweite Etappe doch so gut hingekriegt habe heute. Also ich bin gut verpflegt worden von Familie und Freunden. Nach der Etappe heute bin ich wieder zuversichtlich. Gestern war ich ein bisschen geknickt, weil es doch so anstrengend war und ich kaum vom Fleck gekommen bin. Aber das lag einfach an der schlechten Nacht. Und jetzt denke ich, jetzt bin ich wieder Herr meiner Kräfte und bin jetzt auch heute nicht so extrem ausgepowert, dass ich jetzt denke, morgen wird es extrem hart.